Wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Wir spielen heute ein wenig qualvoll, aber die Tschechoslowakei mit historischer KI an. Das heißt, der hier wird richtig Stress machen. Auf geht's. So, ja, also bautechnisch ziemlich basic, würde ich sagen, erstmal. Forschung gehen wir auch mit der Industrie, würde ich sagen. Und der Elektrotechnik. Division erstmal an deutsche Grenze bringen. Ja, die Produktion, ne? Was soll ich zur Produktion sagen? Ich glaube, mit dem Panzer kann man nicht viel anfangen. Vielleicht erstmal ein für Züge und ein für LKW, zwei für Artillerie, zwei für die Flank. So würde ich erstmal machen. Ja, jetzt kommt die interessante Sache und das weiß ich ehrlich gesagt ganz und gar nicht, was ich mir hier nehmen soll. Ich glaube, wir gehen erstmal. Ich gehe erstmal hier runter. Und dann gehen wir hier runter. Ja, komm. Wir machen heute die kommunistische Tschechoslowakei. Habe ich spontan entschieden. Ja. Obwohl, lass mich erstmal das Militärische Institut erforschen. So, weil das Militärische Institut fertig ist, gehen wir jetzt hier zu den Panzern. Basteln den ein wenig um. Ja, ich würde jetzt den hier nehmen. Warum nicht, ne? Ich probiere mal mein Glück. Ich habe noch nie Space Marines hießen die, glaube ich, gebaut. Gib dem mal einen coolen Skin, den. Ja, mal schauen, wie das so laufen wird mit denen. Nehmen wir von da mal auch ein paar weg. So, ja. Jetzt gehen wir die Industrie runter. Mit der politischen Macht machen wir auch direkt die Teilmobilmachung rein. Das sollte uns ein paar mehr Zivilfabriken bringen. Ganze 4 Stück mehr. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt als nächstes gehen wir mit der Manpower hoch. So, das wird vorerst unser letzter Industriefokus. Ab geht's. Oh, dieses Ereignis kannte ich gar nicht. Das kriegt man wahrscheinlich nicht mal als Deutschland angeboten. Ein Embargo auf Italien. Ja, okay, ich weiß nicht, was Italien mir nützt. Ich mach's einfach. Gratis Stabilität, wieso nicht? So, jetzt haben wir hier auch endlich unsere Stabilität quasi zurückbekommen. Jetzt wird's Zeit für den Linksruck. Jo. Ey, das sind richtig interessante Entscheidungen, die ich hier kriege. Trotz allem. Ich würde das einfach machen. Alles andere lohnt sich nicht. Kein Bock. Komm, so. So, das haben wir jetzt gemacht. Unser Berater haben wir jetzt auch drin. Ja, jetzt überlege ich gerade, gehe ich hier nochmal runter oder gehe ich jetzt schon die Befestigung durch? Ich glaube, die Befestigung wird es sein. Ja, komm. Ja, ich glaube, das Deutsche Reich fordert gerade, macht zumindest die Forschung für diese Forderung. Das ist nicht gut. Das sieht gar nicht gut aus. Ich habe gerade so für die Frontlinie genug Truppen. Das wird ziemlich mies. Gut, ich schätze mal, mit diesem Fokus werden die Deutschen mir jetzt. Ja, Mitgliedschaft im Komintern. Heute ist ein schwarzer Tag. Wir werden niemals aufgeben. So, als erstes erstmal hier die Forschung machen. Ja, machen wir das. So, bis wann können wir das entscheiden? 13 Tage. Diese 13 Tage ziehe ich in die Länge. Die warten wir komplett ab. Weil diese Zeit müssen wir auf jeden Fall nutzen. Auf jeden Fall Radiopropaganda. So, und so. Und wir lehnen ab. So, da bin ich mal gespannt. Das Deutsche Reich erklärt mir den Krieg. Aber sie greifen nicht an. Das sieht schon mal gut aus. Rumänien will mir eine Leibpacht schicken. Ist ja korrekt. Nehme ich an. Ach, lol. Ach lol, die sind auch mit den Deutschen in der Schlacht. Na, tritt doch auch dem Leib, dem Komintern bei. Wie wär's da mit Rumänien? Das ist gut. Das ist wirklich gut. Okay, nice. Wir können jetzt auch den politischen Diskurs öffnen. Und wir werden kommunistisch. Ja, boah, die Flagge ist wild. Die Flagge ist richtig wild. So, schicken die mir jetzt eine Leibpacht? Nö. Nö, tun die nicht. Okay, ich finde das gerade richtig interessant. Die Deutschen greifen mich nicht an. Ich komme bei denen zwar auch nicht durch, aber dass die mich auch nicht angreifen, finde ich heftig. Boah, jetzt die Frage, glaubt ihr, mir wird die Manpower ausgehen? Boah, das ist sehr schwierig, die Frage. Ich nehme das aber, glaube ich, erstmal, ja. Moment mal, die haben erst das Sudetenland geholt und dann fragen die nach dem Memeland? Ist das normal so? Keine Ahnung. Und warum rechtfertigen die gegen Luxemburg? Was ist los mit Deutschland? Ich hab auf historisch. Ah, okay, warum nicht, ne? Ja, ich muss sagen, das ist ein bisschen mal. Oh, ja, okay, ich sag nichts mehr. Die Anzahl der Flugzeuge, die wir runtergeschossen haben, sieht sehr löblich aus. Ich habe hier nämlich eine ganze Flugabwehr reingemacht. Und eine Artillerie. Und natürlich den Panzer. Boah, was? Alter, ich hätte das viel früher machen sollen. Naja, egal. Jetzt mache ich das eben. Oh, oh. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Meine Züge sind weg. Ja, ich forsche schon den. Das war ein Fehler, den nicht zu erforschen. Naja, jetzt kriegen wir den.
Oh, die ersten deutschen Angriffe, aber sie kommen nicht durch. Sie kommen ganz und gar nicht durch. Ist ja geil. Ja, unsere Verteidigungswerte schmecken auf jeden Fall. Oh, 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 Moment. Boah, wichtig. Alter, war das wichtig, dass der sofort da reingekommen ist. Oh nein, jetzt gehen die in Polen rein. Ja, die müssen jetzt zwangsplatziert werden. Und zwar schön hier dran. Oh, oh. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich nehme mal einen von hier weg. Setz den hier rüber. Ja, das muss jetzt reichen. Das muss reichen. Das, sonst wird es sehr kritisch. Ich sag ehrlich, ich habe keinen Schimmer, was der Fokus macht. Wir machen das jetzt einfach. Auch wenn Rumänien an meiner Seite steht. Mal schauen. Ja, das Deutsche Reich ist jetzt offiziell im Krieg. Wegen Luxemburg sind die ehrlich jetzt in Krieg gegangen mit den Alliierten. Ja, dann könnt ihr jetzt auch Polen angreifen. Also ganz ehrlich. Weil die greifen Polen nicht an. Ich habe keinen Schimmer, wieso. Aber Polen angreifen? Nein, 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 nicht mit den Deutschen. Übrigens, ziemlich praktisch, dass sie die Polen nicht angreifen. Ich bilde währenddessen meine Armee hier aus. Okay, er hat's abgelehnt. Ich weiß halt nicht, was dieser Fokus sonst macht, aber von mir aus lehnt's halt ab. Ey, ohne Witz, dank den sowjetischen Lieferungen sind wir null im Defizit. Es ist so gut. Ehrenvoll, richtig ehrenvoll. Da haben wir gleich genug auch für diese Front. Die Manpower ist halt Krise, sonst alles super, richtig gut. Ey, Deutschland ist so unfassbar. Jetzt rechtfertigen sie gegen gegen Belgien. Ah, oh Mann, Alter. Aber das heißt wahrscheinlich, gleich ist Frankreich gekocht. Ich war mal so dreist. Passt auf. Bam. Guckt mal Polen. Die schicken mir so viel Zusatzausrüstung. Flak und so. Auch Zusatzausrüstung. Alles auch Rifles. Weil ich habe hier ein bisschen gemogelt. Haha. Ja. Löschen wir das. Zack. Haben wir jetzt ein bisschen mehr auf Reserve. Ja, Polen ist soeben den Alliierten beigetreten. Mal schauen. Nein! Nein! Nein, bitte nein! Nein, Sowjetunion, wieso tust du mir das an? Bitte nicht! Bitte nicht! Oh nein! Oh nein! Nein! Och, das wird so passieren, ne? Diese idiotische KI wird da so reinspazieren. Ich krieg's kotzen. Ich krieg so das Kotzen. Ja, geil. Ja, nice. Die Deutschen greifen da jetzt auch an. Litauen ist Alliierte. Oh, das wird doch nicht... Oh, oh. Ja, forsche ich das jetzt. Scheiße. Sind die auch in den Alliierten? Wenn die jetzt... Oh nein. Ach man, jetzt wird die Front hier so widerwärtig. Oh nein. Und die Deutschen gehen da jetzt auch voll rein. Das kann sehr übel enden. Mal schauen. Mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, also noch passiert gar nichts. Aber, oh, da habe ich auch keine Befestigung, fällt mir gerade auf, ne? Ach du Schreck. Großartige Neuigkeiten, okay. Och, Mann. Oh, shit, Alter. Full vergessen. Ey, ich wäre viel lieber in den Alliierten drin jetzt, ne? Das wird sehr ekelhaft. So, jetzt haben die Teilung angenommen. Polenlinie. Oh, sehr gut. Wow, scheiße. Was macht ihr da? Digga, raus mit euch. Alter, was zum... In den? So, okay. Hä, Digga? Jetzt geht's los hier. Oh, weia. Oh, weia. Ah, ich möchte die aber fertig trainieren. Aber die sind jetzt unter Dauerangriff. Kacke. Egal. Ungarn ist noch nicht in der Achse. Und Polen hat immer noch nicht das Handtuch geworfen. Das ist krass. Die kommen auf jeden Fall hier ran. Das ist ganz sicher. Bulgarien ist... Niederlande ist eingeknickt irgendwo. Ja, Polen ist ja richtig heftig, Digga. Was ist denn mit Polen, Digga? Die halten so stand. Nicht schlecht. Ja, das hält jetzt auf jeden Fall. Das ist ja jetzt sicher. Litauen, großartige Neuigkeiten. Also Polen, ehrlich, großer Respekt. Großer Respekt. Polenlinie ist durch. Interne Schanzen. Ungarnlinie als nächstes, auch sehr wichtig. Oh Mann, Alter. Ich warte eigentlich nur noch auf die Nachricht, dass Polen kapituliert hat, aber Polen bleibt standhaft. Keine Ahnung. Ja, machen halt auch irgendwie so richtig wenig Armeeerfahrung. Aber von mir aus, ey. Deutsch-sowjetisches Abkommen, macht es, wenn ihr wollt. Oh, Ungarn als Feind in den Krieg gerufen. Jetzt bin ich aber gespannt. Was, hier chillen einfach 8 Divisionen? Bloß dem zuweisen. Die dürfen hier nirgendwo durchbrechen. Oh mein, oh no. Oh, ich überlege gerade, solche, nee. Wir halten einfach unsere Linie. Scheißegal, was kommt. Wir sind jetzt quasi isoliert. Nee, wir haben noch die Sowjets. Oh oh, deployen. 3 Divisionen, sehr gut. Ihm anschließen, dahin gehen und gerettet. Oder? Oh, das sieht nicht gut aus. Oh,
Was? Scheiße. Ja, Italien greift jetzt Griechenland an. Das Deutsche Reich hat da Schwierigkeiten tatsächlich, aber naja, mal schauen. Wir bleiben auf jeden Fall standhaft, nahezu umschlossen von Achse. Naja, was soll's, ne? Ich find's immer noch interessant. Niederlande hat kapituliert. Großartige Neuigkeiten. Das ist ja sehr großartig. Übrigens fangen wir jetzt an, Flugzeuge zu bauen. Ja, also ja, gleich. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber die Deutschen haben es tatsächlich geschafft, ja, hier durchzukommen. Und das sieht sehr interessant aus. Mal schauen, ob die Alliierten gleich flöten gehen. Fall von Paris. Und Frankreich ist weg. Großartige Neuigkeit. Ja, super. Joa, jetzt ganz im Fokus von der Achse. Bin ich mal gespannt, wie sich das entwickeln wird. Joa, schon voll unter Attacke. Aber wir halten den größtenteils allen Gebieten. Oh, oh. Immer da rein. Boah, weiß ich nicht. Das ist schon tough. Das ist schon sehr tough. Aber wir halten alles. Ich habe hier auch ganz viele Forts am Bauen. Oder bin hier ganz viele Forts am Bauen, weil... Boah, ja, ein bisschen heftig. Oh, oh. Rein mit dir. Rein mit dir. Halten. Sehr gut. Sehr gut. Oh, oh. Hinter. 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 Okay, gut. Gut. Ja. Wir können auch herkommen. Diese sechs müssen jetzt raus. Zwei zu dir und vier zu dir. Los verteilen. Keine Faxen machen, bitte. Da rein mit euch. Ja, okay, sehr gut. Ey, das die ganze Zeit machen, schon sehr nervig, muss ich sagen. Aber solange es klappt, naja, hier wieder die ganze Zeit. Ja, ich glaube, ich konnte die Front jetzt stabilisieren. Es kommen ganz selten rote Blasen, die aber wieder grün werden. Ja, ziemlich krass. Oh, oh, wenn der da wieder reinkommt. Ja, sehr gut. Ja, das müssen wir jetzt ein bisschen lange durchhalten. Naja, also wir machen unseren Progress auf jeden Fall. Und was wir auch machen, sollte sein... Nee, falsch. Ja, wir machen ordentlich Kills an denen, aber es geht tatsächlich. Die Italiener haben von uns richtig auf den Sack bekommen. Ich weiß nicht warum, aber okay, nehme ich an. Einfach durchhalten, 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 durchhalten. Das ist das Motto. Ja, das Deutsche Reich steamrollt gerade Jugoslawien ziemlich. Währenddessen hat Griechenland den Italienern ziemlich in den Arsch getreten. Ja, schauen wir mal, wie das hier ausgehen wird. Ich denke, es wird aber ein ziemlich eindeutiger Achsensieg. Aber wir halten Stand. Digga, die greifen auch die ganze Zeit diese Dinge an, ne? Bau hier seit, keine Ahnung. Er baut die einfach nicht, ne? Weil ja. Ich weiß jetzt nicht, was das soll, aber das sieht gar nicht gut aus. Ach so, die Sowjets greifen Deutschland. Ja. Oh, das wird sehr interessant. Ja, toll. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das Verteidigungen sind, die bei mir schief gehen, natürlich, ne? Das ist gar nicht gut. Oh, ich glaube, ich treibe die Sowjets aus meinen Gebieten raus. Das ist mir alles hier ein bisschen zu... Ja, kacke. Jetzt machen wir die Versorgung für meine Verbündeten aus. Ja, sollten die hier ganz schnell abhauen. Kacke, ich weiß echt nicht, was... Oh, muss jetzt jede echt genau hinschauen, dass mir hier nichts passiert. Oh, okay, nee, das sind nur Angriffe. Okay. Okay. Wow, die Sowjets erobern Gebiet. Oh, Leute, wisst ihr was? So, du hier fährst jetzt hier runter. Oder du, keine Ahnung. Komm, Attacke in alle Richtungen. Attacke in alle Richtungen. Mal schauen, wie das ausgehen wird, ob wir hier ein bisschen Gebiet erobern können. Fragen die Sowjets auch ganz lieb nach Treibstoff. Nö, geben sie uns nicht. Okay, scheiß drauf. Dann muss ich es halt kaufen. Ah, ja, irgendwie hat die Offensive nichts gebracht. Ich breche ab. Ich hoffe, ich habe jetzt nur kein Gebiet verloren. Ich habe hier so ein Gebiet erobern können. Es sieht so aus, als ob ich kein Gebiet verloren habe. Das ist gut. Aber das ist sehr wichtig. Hier dich brauchen wir zum Beispiel gar nicht. Dieses Gebiet können die gern haben. Sowjets verkriemelt euch. Ja, sehr gut. Ja, stellen wir wieder die alten Grenzen her. Dieser Angriff war dick unnötig. Jetzt haben wir natürlich den Salat. Aus da. Ey, hört auf, hier reinzugehen, bitte. Hört auf, hört auf, hört auf, hört auf. So, stopp, 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 stopp. Ja, sehr gut. Weil ich von den Forts doch noch ein bisschen länger profitieren möchte. Dieses Gebiet auch sehr unnötig, brauche ich nicht. Aus da, sehr gut. So, wir organisieren uns mal neu. Das war eine große Verschwendung, glaube ich. Aus da, oh, geht doch raus, Digga. Raus mit euch, raus. So, wieder alles geresettet. Alles auf Zero. Die da müssen noch raus. Ein neuer da bitte rein. Nein, 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 nein. Sehr gut. So, da sind wir wieder die alte Tschechoslowakei. Du greif mal nicht an. Alle resetten. Okay, okay. Wieder von vorne. Wieder Geduldsspiel.
Es ist so unendlich viel Zeit vergangen. Jetzt geht's los. Starten jetzt eine Offensive nach hier unten. Hallo? So. Und mal schauen, wie wir vorankommen. Wir kommen gar nicht voran. Wenn wir komplett angreifen, möchte nach hier unten. Ja, also die Offensive, sie ist okay. Ja, Treibstoff geht uns aus. Ja, passiert. Vergessen, Treibstoff zu bunkern. Ein bisschen scheiße. Zwei Tage noch. Ein Tag. Okay, stopp. Offensive wird pausiert. Kritisch. Auch mit null Öl läuft die Offensive gerade ganz in Ordnung. Ja, also wir kommen voran, müssen wir dahin. Ah, geht nicht, schade. Ja, das mit dem Öl ist halt ein bisschen sehr kritisch, aber ignorieren wir einfach. Wir ignorieren das einfach. Dann wird das schon kommen. Ja, wichtig. Wir stellen die jetzt auch auf komplett aggressiv. Es klappt. Ja. Ja, doch, ja. Ja, es geht. Sieht sehr gut aus. Ja, mittlerweile nur rote Blasen. Ich glaube, ich chill jetzt einmal ein bisschen. Ja, oder? Ah, das da möchte ich noch schon schaffen. Es geht halt. Es geht doch nicht so halt. Komm. Abbruch. Und wir kriegen was geschickt von den Leuten hier. Das ist sehr gut. Fangen mal die Briten. Verbessern mit allen hier Beziehungen. Das sollte auf jeden Fall was bringen. Wir tanken jetzt auch wieder unser Öl schön auf. Na, kriegen wir das hin? Nee. Nö, Deutschen verteidigen das bis auf die Zähne. Schade. Und ich habe verkackt zu forschen. Ich bin so ein Kacknoob, ne? Oh Mann, Alter. Ah, hier gibt's einfach so Lücken. Nee, gibt's doch nicht. Schade. Hoffnung gehabt. Wir müssen da hindurchkommen. Oh, das sieht gut aus da. Vielleicht kriegen wir da was hin. Ist das jetzt unsere Stadt? Ja. Geil. Nochmal eine Offensive. Ich habe jetzt ein bisschen Öl gesammelt und ja, ne? Manpower ist raus. Oh, ich muss auch mal bestimmt, kann ich hier was Besseres machen. Ich habe keine Militärpolizei erforscht, weil ich ein Idiot bin. Aber ich kann ein bisschen Manpower, sage ich mal. Ja, wir müssen gleich mal den Battleplan laufen lassen, aber erstmal soll sich die Manpower komplett regenerieren. Ich habe voll vercheckt. Und ihr seht auch, wir kriegen hier den modernen Panzer. Also, ja, da können wir auch auf jeden Fall ein ziemlich mächtiges Geschoss aufbauen. So, aber kein Schimmer, wie ich den machen soll. Lass den einfach automatisch machen. Ja, nehmen wir den direkt so, ne? 37, ja. Naja. Und übrigens, wir schweren Herzens entferne ich den jetzt. Dann kriegen wir mehr Soldaten und unsere Panzer sind im Minus. Das nützt sowieso nichts, mit denen so richtig anzugreifen. Genauso wie die Flak auch raus. Aber die Flak wird auf jeden Fall hier eingesetzt. Wenigstens etwas. Und das lässt sich auf jeden Fall ausbaden. Wir erforschen auch die Militär... Oh, wichtiger 100% Bonus. Gar nicht gecheckt, dass ich den habe. Oh, nice. Ja, sonst... Digga, Acke. Es reicht. Lol? Alien? Na gut. Scheiß drauf. Militärpolizei wurde erforscht. Dann setzen wir die hier auch direkt mal ein. Bam. Okay, gut. Offensive. So langsam. Ihr seht schon, wir sind hier wieder auf für über 15%. Attacke. Moment mal. Was fehlt mir hier? Oh, jo. Vergiss das. Ja, komm. Komm. Ja. Berlin ist meins. Yeah. Deutsche stehen kurz vor Kapitulation. Die haben mittlerweile so viel Manpower wie ich. Oh, ist das? Nee, das war Speichern. Die Maginot-Linie angreifen. Halte ich nicht für so eine gute Option. Lieber nach hier oben. Naja, wir bauen einfach diesen Panzer hier. Und darum kümmere ich mich nach dem Krieg. Und Militärpolizei, die nächste. Die Russian Militärpolizei, haha. Ja, ey, die bleiben so hartnäckig. Guckt euch meine Verluste an, ist das krass. Oh, ich habe es gerade geschafft. Hamburg. War's das? War's immer noch nicht. Hey, Mann. Ich dachte mit Hamburg, weil guck mal, die deutschen Linien sind sehr dünn besetzt. Sehr, sehr dünn. Oh, wir haben Schiffswerften. Hahaha. Mensch, keine SP-Tanks mehr. Ich fasse es aber immer noch nicht, dass sie nicht kapitulieren. Das finde ich bodenlos. Guck mal, hier ist so viel frei. Warum machst du nicht mal so Bre? Ja, toll. Toll. Schöne Leistung. Ach ja. Überall, wo ich jetzt hier. Ja, okay, komm. Oh. Ja, stoppen wir die Offensive wieder. Mann. Was ist denn hier noch so am Leben? So gar nichts. Chi-Frankreich wird auch nicht angegriffen. Okay. Weiß nicht, warum die nicht in den Krieg ziehen, aber ist es so? Ja. Naja. Ist da was? So machen wir. Dann machen wir mit denen so und der gesamte Rest geht. Ach, nee, geht ja nicht. Ah, jetzt habe ich ein bisschen verkackt. Egal. Wieder Attacke. Ja. Was? Kiel steht offen. Das ist es doch. Das ist es safe. Nein, es ist nicht. Alter, ich check nicht. Wie?
noch 5%. Das ist sogar relativ... Nein, nein, nein. Bitte sag nicht, die sind mit mir im Krieg. Bitte nicht, bitte nicht. Ich habe keinen Bock auf die... Die sind mit den Amis aber im Krieg, ne? Ja, ja. Deutschland uncool, uncool. Was auch uncool ist, dass die so standhaft bleiben, ne? Das ist richtig uncool. Das ist so uncool, Deutschland. Ach, ich kann denen aber den Krieg erklären. Ha, 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 ha. So. Oh, jetzt schmeißt das Handtuch. Schmeißt das Handtuch, schmeißt das Handtuch, schmeißt das Handtuch. Schmeißt das Handtuch, schmeißt das Handtuch, schmeißt das Handtuch. Tonnenweise Leibbach. Sehr gut. Zack, 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 zack. Alle annehmen. Bam, bam, bam. So langsam wird es aber auch ein bisschen lächerlich, ne? Also so langsam können sie auch Handtuch schmeißen, sage ich euch ehrlich. Oh, nee. Nee, ist es nicht. Ist es nicht. Hahaha. Ach, so langsam droppt auch mein War Support und so. Aber ich glaube, das ist jetzt mein geringstes Problem. Und. Ja. Oh, geschafft. Wow. Wow. Befreiung von Paris, Herr Suppi. So, das ist jetzt die Friedenskonferenz. Bam. Und hier habt das. Ich habe mir hier noch deutsche Territorien gestohlen. Weil, wieso nicht, ne? Ja, das ist jetzt... Und ich konnte tatsächlich denen das abnehmen. Das konnten sie sich nicht nehmen. Die konnten das, das und das nicht nehmen. Ich habe nur das genommen natürlich, weil ich brauche ja nur das. Ja, wie ich das jetzt aber mache, schwierig. Ja, ich sehe, dass die Sowjets ziemlich abscheißen. Ich versuche jetzt einfach mein Glück und bin dabei. Ich möchte halt unbedingt noch, ja, Dings formen. Deshalb gehen wir jetzt hier einfach voller Attacke. Ja, das sieht da nicht so toll aus. Ah, ne, das sind die Angriffe von den Sowjets. Ha, vergiss, was ich gesagt habe. Ich mit denen jetzt auch im Krieg? Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die Offensive sieht gut aus. So, was brauche ich? Nicht mehr viel. Nicht mehr viel. Dann können wir von mir aus dicht machen, sage ich ehrlich. Ich spiele da nicht mehr weit. Ich will einfach nur dieses Land formen, bitte. Ich glaube, das hier brauche ich nämlich auch. Oder brauche ich das? Nee, ich brauche das nicht. Einfach Attacke. Oh, sehr wichtig, sehr wichtig. Wir konnten die hier in zwei Hälften teilen. Das ist wirklich ein großer Schritt. Kein Witz, das ist wirklich ein richtig wichtiger Schritt. Gegen eine Leibwacht von keine Ahnung wem. Es fehlen immer noch dieselben Sachen. Mähren. Brauche ich Mähren? Nee. Gut, kann es weitergehen. Ich habe 200 Jäger. Die kann ich mal einfach nutzen, würde ich sagen. Auch wenn das nicht viel bringen wird. Hä? Ich glaube, die werden ziemlich schnell weggeschreddert. Egal, komm. Den Vorrat nutzen. Guck, das hier hat ziemlich gut geklappt. Wenn Jugoslawien fällt. Das hier ist gut funktionierend. Da sollen die einfach nicht durchgehen. Müssen einfach warten. Oh ja. Oh ja. Komm schon. Komm schon. Ja, zurückgepusht. Oder was für Brasilien? Was für Brasilien jetzt? Oder Siam? Ja, nervt mich nicht. Alles unnötig, brauche ich alles nicht. Ich brauche nur Österreich-Ungarn. Ein kommunistisches Österreich-Ungarn. Das möchte ich geformt haben. Diese Offensive hier, mach mal so. So, und ich wähle nur die aus. So, nur die gehen dahin. Das ist ein bisschen verkackt jetzt, super. So, naja, naja. Da, das kriegen wir da auch, sehr gut. Ich ziehe mal eine neue Angriffslinie und mach die mal, lass die mal angreifen. Ah, erhöht sich auch so langsam der Druck, aber es geht noch. Ich möchte bloß durchkommen. Bitte. Naja, warten, 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 warten. Oh, wir haben hier einen kleinen Durchbruch geschafft. Argentinische Divisionen sind hier. Heiße Sache, auf jeden Fall. Ja, geh weg, komm, verreck. Das reibt sich sogar, lol. Ja, meine Luftwaffe wird ziemlich dezimiert. Die löschen wir mal. Und das brauchen wir auch für die Manpower, fällt mir gerade auf. Ein Loch. Warum nützt ihr es nicht? Ah, okay, hat sich jetzt auch nicht so ausgezahlt, aber... Ah, es fehlt. Oh, Bosnien habe ich schon. Dalmatien fehlt nur noch, glaube ich. Hier, die beiden fehlen noch, glaube ich. Naja, dass sich die Offensive lohnt, ne? Nein, wir können sie ja immer weiter zurückdrängen. Das klappt ja offensichtlich. Vielleicht weiten wir auch einfach die Front ein bisschen weiter aus, damit wir die noch mehr angreifen können. Na, vielleicht, ja. Dann schauen wir mal. Ich glaube, wir haben es. Wir haben beide unter Kontrolle, auch wenn da noch... Oh, shit. Bam. Vereinigung autonomer Staaten. Irgendwie nicht so wild wie viel Manpower. Oh, Alter. Alter. Wie sieht's verluste technisch schon so hier aus? Boah, die Alliierten sind schon deutlich stärker. Ist mir aber jetzt scheißegal. Ist mir scheißegal. Ich gebe auf. Ich mach nicht weiter. Ich mach nicht weiter. Ich spiele. Gut. Danke fürs Zuschauen. Und nicht mal diese Panzer nutzen. Es ist aber mir so egal. Es ist mir alles egal. Wir sehen uns. Tschüss.